Thank you.
Thank you.
Thank you.
Abre a porta! Michi, Gratulation, wieder eine tolle Vorstellung, wahnsinnig. Was sagst du zu deiner Leistung jetzt? Ja, natürlich war es heute schwer umkämpft, muss ich sagen. Also es waren bis 3, 4, 5, es waren, wie wir vorhin gesehen haben, waren 10 Spieler über 300 Punkte. Das heißt, es war ein sehr hohes Niveau hier in der U23. Ja, wie soll ich sagen, es war ein offener Schlagabtausch mit dem Stefan, mit dem Jakob. Wir haben gleich gesehen, dass wir uns drei die Medaillen ausmachen werden, und dass es dann für mich gereicht hat, ist natürlich unglaublich. Unheimlich stark, ersten Durchgang, die vierte Bahn, das Kombinieren war Wahnsinn. Ja, man gehört auch das Quäntchen Glück dazu, sage ich jetzt einmal. Aber ja, ich fühle mich momentan so sicher beim Kombinieren. Ich bin mir fast sicher, dass es immer 8er, 6er, 8er ist und dass es dann so aufgeht im Finale auch noch, und ja, überwältigt. Wie lange trainiert man, dass man diese Perfektion hat? Ja, wie lange trainiert man? Wir im Kern, sage ich mal, haben wir im Winter nicht so die Möglichkeiten, aber wir trainieren dafür viel auf Asphalt. Und mit der Richtung kann man es am Asphalt auch trainieren. Das ist dann eine Plattenabstimmung, aber man trainiert schon sehr viel, damit man so weit umkommt, ja. Sage ich danke, noch einmal Gratulation zu der tollen Leistung und alles Gute für morgen. Es ist ja morgen auch noch mal eine Chance. Morgen stehen noch weitere 3 Medaillenentscheidungen an, somit zur Teamwertung U23 und der neue Bewerb, der U23 Mixed, wo ich auch mitschießen darf jetzt. Und dann natürlich noch der Königsbewerb. Die Mannschaft kommt dann zum Schluss. Ja. Danke, alles Gute.